Was ist eigentlich Energie und was bedeutet schonender Umgang mit Ressourcen? Die Energieberatung der Salzburg AG hilft Schülerinnen und Schülern dabei, diese wichtigen Themen zu verstehen und in den Alltag zu integrieren. Das Schulprogramm wird sowohl für Unter- als auch Oberstufen angeboten, in diesem Jahr allerdings Corona-bedingt mit Einschränkungen. Also es ist von den beiden Schulprogrammen ein bisschen unterschiedlich. Bei den Volksschulen ist ja ein Teil, dass ein Energieberater vor Ort kommt und mit den Schülern aktiv arbeitet. Da müssen wir sagen, das erste Halbjahr, das erste Semester können wir solche Termine mal vorerst nicht anbieten. Schulen, die sich interessieren und es nutzen wollen, sollen sie trotzdem melden. Wir notieren das und kommen auf die Schulen zu, sobald es möglich ist und sich die Situation sich ändert. Bei den Oberstufen ähnlich, aber ein bisschen anders. Oberstufen haben wir auch die Möglichkeit, mit Experten zu verschiedenen Themen, zu vier Themen in die Schule zu gehen. Hier versuchen wir es, über digitale Kanäle einen Teil des Angebots umzusetzen, Input von Experten zum Beispiel über NS Teams anzubieten, um eben die Vororttermine in den Klassen im ersten Halbjahr nicht machen zu müssen. Das Programm der Salzburg AG für Volksschulen nennt sich Energiefresser. Es geht vor allem darum, den Kindern einmal Bewusstsein überhaupt zur Energie, was ist das, zu vermitteln, ihnen dann zu vermitteln, Spaß am Umgang macht Sinn und ein bisschen dieses Stromsicherheitsthema bilden wir auch noch ab. Und wie lösen wir das? Wir bieten den Schulen, den Schulklassen Schulpakete an mit besonderen Lehrunterlagen. Die können sie unverändert haben, trotz Corona kein Unterschied. Und dann eben noch die Möglichkeit, durch einen Energieberater, der tagtäglich mit den Themen zu tun hat, Praxisunterricht zu machen. Bei den Oberstufen haben wir vier Themen. Da gibt es Energie, da gibt es Mobilität, da gibt es Wasser und dann gibt es noch Telekommunikation. Und zu diesen vier Themenfeldern bieten wir Experten an, die mit den Schülern, das sind 15- bis 18-jährige junge Menschen, aktiv die Themen erarbeiten, die vorher mit dem Professor oder Professorin abgestimmt sind. Und im Rahmen eines Workshops kommt ein gewisser Input vom Experten, aber sehr viel eigene Arbeit von den Schülern. Also in den Volksschulen sind es üblicherweise zwei Unterrichtseinheiten, bei den Oberstufen ähnlich auch, wobei das natürlich vom Programm abhängt, das man mit dem Professor oder der Professorin abstimmt. Es kann auch mal länger sein, aber meistens zwei Unterrichtseinheiten. Seit 2019 gibt es beim Oberstufenprogramm die Möglichkeit, digital und interaktiv zu arbeiten. Das ist unser Energized. Hier können also die Schüler mit Tablets, so ein Tablet, eine Fragestellung in einem virtuellen Escape Room bearbeiten und erarbeiten und dabei also hautnah erleben, wie die Theorie, die sie vorher gehört haben, in der Praxis umzusetzen ist. Alle Informationen zu den Schulprogrammen sowie Exkursionen für Schulen finden Sie auf der Webseite der Salzburg AG auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.